Was hat sich hinter diesen Mauern tatsächlich abgespielt? Noch immer rätseln Ermittler und Nachbarn, warum Martina R. ihre gesamte Familie auslöscht und sich dann am Ende selbst richtet. Fest steht nur, die 35-Jährige erschießt ihre drei Kinder, die 7-jährige Michelle, den 9-jährigen Fabian und den 10-jährigen Sebastian, dann ihren Bruder und schließlich ihre Mutter. Dann lebt sie offenbar mehrere Tage neben den Leichen, bevor sie selbst ihr Leben beendet. Es gibt keinen Abschiedsbrief, bis heute steht daher das Motiv nicht fest. Eine Krebserkrankung der 59-jährigen Mutter könnte eine Rolle gespielt haben. Auch der hohe Schuldenberg dürfte Martina R. massiv belastet haben. Im Ort wird nur mehr vom Mord oder vom Horrorhaus gesprochen. Die Bewohner von Schildberg sind darin eins, das Haus sollte eigentlich abgerissen werden. Doch das will der Masseverwalter verhindern, der für die Gläubiger der toten Familie spricht. Das Mordhaus von Schildberg soll nun unter den Hammer kommen. Offen ist, ob sich überhaupt ein Käufer für das Gebäude findet, in dem so viele Menschen ihr Leben lassen müssen.